Hey Leute, heute geht es rund ums Osterevent 2018 und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit einem kleinen Porn. So Leute, ich hoffe, euch hat der kleine Porn gefallen. War auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Arbeit, aber so zu Eventzeit mache ich das ja doch sehr, sehr gerne und das macht halt auch sehr viel Spaß und so weiter. Dementsprechend gerne mal Feedback da lassen und so weiter. Ja, zu Eventzeiten, Osterevent, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wie sind die Drops, was kriegt man raus und so weiter. Und ich habe ja in Porn schon die erste Reihe aufgemacht. Da seht ihr jetzt gerade die Drops. Wir machen jetzt nachkommentieren, machen wir die zweite Runde auf und die dritte Runde machen wir dann live. Aber das ist natürlich ganz, ganz wichtig, was kann man so bekommen und so weiter. Und ihr habt eben schon gesehen, weiße Perlen, blaue Perlen, rote Perlen sind jetzt auf den älteren Servern nicht mehr so viel wert. Aber man kriegt noch Verzaubern raus, Verstärken raus. Blaue Drachenbohnen, die sind natürlich sehr, sehr wichtig für die Alchi. Das kann man jetzt gerade das Alchi-Updates, sage ich mal, mit den Set-Bonus. Da wird man auf jeden Fall die eine oder andere Bohne gebrauchen, wenn man noch nicht den Zirkel voll hält. Deswegen ist das natürlich sehr, sehr interessant. Boni-Kostüm-Transfer ist natürlich so, ja, nach einem OC-Event nicht mehr so viel wert. Aber danach immer mal wieder was. Ja, Konzis sind da auch noch. Ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Wir kümmern uns jetzt nochmal kurz um die Kostüme. Und ich würde sagen, bis gleich. So, fangen wir an mit den weiblichen Kostümen. Ihr habt das nochmal ein bisschen langsamer mit den Steinen und so weiter. Kann man auf jeden Fall verstehen, wenn da Leute sagen, okay, jetzt so wirklich gesehen hat man das ja nicht. Nur so ein paar Eindrücke bekommen. Deswegen machen wir es hier nochmal ein bisschen langsamer. Ihr seht, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht ehrlich gesagt so ein Fan davon. Besonders hier von den Helmen, sag ich mal. Also da gab es definitiv schon besseren Helme, ja. Gutes Deutsch. Da gab es definitiv schon mal bessere Helme. So. Ja. Ist halt. Ist okay. Ich denke, die meisten sind sowieso nur drauf aus, ein Kostüm mit Plus zu bekommen, wegen den Boni, die man dann drauf machen kann und so weiter. Wie gesagt, ist, denke ich mal, ganz okay. Mein Fall ist es nicht. Ich ziehe nochmal eben das graue Ding an. So. Finde ich, sieht. Noch weniger meins, sagen wir es so. Aber das muss ja, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden und Geschmäcker sind ja anders. Wir schauen jetzt mal kurz auf den männlichen Char. So, wir sind auf den Ninja und ich muss sagen, da gefällt mir das Kostüm zu 1000% besser. So, okay, der Helm, ja, ist okay, ne? Aber ich muss sagen, so das Kostüm an sich gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch auf, gerade beim Ninja, sag ich mal, warte, ich kann dir mal kurz zeigen, ich ziehe das Kostüm aus, ich mag das nicht, wenn der Ninja, keine Ahnung, der sieht aus wie so ein Drahtgestell, finde ich, in den neuen Rüstungen, halt mega dürr und so weiter, und wenn ich mir vorstelle, dass es ja so eine Art Kriegsspiel ist, sag ich mal, ne, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Ninja da so viel erreichen würde und so mit, das sieht ein bisschen brutaler aus, wisst ihr? Ein bisschen massiger und nicht so Afrika-Kind-mäßig. Dementsprechend gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Beim Sura habt ihr es ja auch schon gesehen, ist auch mega cool. Wie gesagt, der Hut ist nicht so meins, aber so tausendmal ist ja Geschmackssache, ne? So, ihr seht hier, was wir noch im Inventar haben. Das heißt, wir müssen noch die dritte, das dritte Mal die Zaubereier aufmachen. Denn ihr wisst ja, dreimal kann man die Dinger aufmachen. Haben es ja drei blaue Bohnen, da geht auf jeden Fall mehr. Da haben wir die Perlen. Warte, dann verrücke ich mal eben.
So, und ich würde sagen, Ziel ist auf jeden Fall noch ein bisschen Verstärken bekommen. Einen hinzufügen wäre noch cool. Und blaue Drachenbohnen. Konzis sind natürlich auch interessant. Wir fangen einfach mal an. So, ich hoffe, dass ich jedes Ei mal angeklickt habe davor. So, Junge. Das Ding ist, ich hatte eigentlich gehofft, dass das Oster-Event erneuert wird. So, schauen wir mal. Reden wir gleich drüber. Wir haben ordentlich Verzaubern dazu bekommen. Ich meine, 4 Stück haben wir bekommen. Keine blaue Drachenbude mehr, noch ein Verstärken. Bisschen blaue. Konzi haben wir, meine ich, auch keinen mehr dazu bekommen. Rotflammensteiden, ja, okay. Aber ich würde sagen, so, da kann man sich nicht wirklich beschweren. Das sind ja Drops, die man umsonst bekommt, ne? Ist ja immer ganz, ganz wichtig. Ich denke, das ist ganz, ganz okay. Ich denke, da könnte auch noch ein bisschen mehr gehen. Kommt halt drauf an, wie man so das Oster-Event überfarmen kann. Wie gesagt, ich hatte halt gehofft, dass es eigentlich dieses... Moment, ich stimme schon mal. So, sieht schön aus, ne? Ich hatte eigentlich gehofft, dass es dieses Blüten-Event ist, was im Forum angekündigt worden ist. Weil ich glaube, da kann man dann die neuen Pets rausbekommen. Aber anscheinend ist das nicht so. Wir haben, also Maeve und ich, wir haben auch nicht wirklich Informationen bekommen momentan, weil das so momentan ein bisschen schwierig ist, sagen wir es so. Nicht wegen Streit oder weil sonst irgendwas, sondern wegen Krankheitsfällen und so weiter. Deswegen haben wir auch nicht wirklich viele Informationen bekommen. Ich denke, dass der Osterhase auch noch da ist. Das heißt, random droppen wir ein paar Ostereier und die kann man dann wieder gegen Preise umtauschen. Kann ich euch leider nicht zeigen, weil es hier auf dem Beta-Server nicht online ist. Aber ich denke, das werdet ihr dann spätestens morgen alles sehen. Ich hoffe, ihr habt wirklich Spaß bei dem Event. Ist eins meiner Lieblings-Events. Und ja, ihr werdet auf jeden Fall das eine oder andere Video sehen, wie es so ein bisschen farmen, ne? Ja. Dementsprechend, Leute, lasst ein bisschen Feedback da. Würde mich freuen, was haltet ihr von den kleinen Porn? Und ja, dann war es das von mir. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis dann. Grüße, Fossi.